Der Weg hier ist so umständlich irgendwie. Gib mir Herzen, na gib sie her. Gib mir ein Herz, sonst bring ich euch alle um. So. Muss ja auch mal sein. Ja, kauf einfach 20 Stück. Ich glaube, das ist das Maximum, was wir tragen können. Dann ist gut. Sogar noch mehr kaufen. Das Maximum. 980 Rubine für den Bogen. 980, das muss ja die Insta-Waffe überhaupt sein. Gut. Wir kommen jetzt zum Wasser untenrum, ne? Nur untenrum tatsächlich. Ist doch nicht weit. Ja. Also merkt's euch, ne? Da mal lieber ein paar Bomben zu viel einpacken. Mega geil. Erstmal trinken. So. Nee, das bringt da ja nix. Alter. In Ruhe. So. Aha. I see the problem. Warum wir da die Kiste nicht bekommen, weil das rote Ding auf der anderen Seite nur da ist. Wir müssen irgendwie dieses Gummi wegmachen können. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich geh jetzt erstmal. Nee. So. Trotzdem nix. Na gut. Ein Versuch war es wert. Beim letzten Mal war da nur eine Fledermaus, nicht zwei. So, jetzt nochmal. Jetzt ein bisschen ruhiger. Da funktioniert das auch. Geil! Man kann die in den Mund legen. Ist noch satt oder was? Gut, das erklärt so einiges. Gut ist das? Ich weiß es nicht.
Pegasus-Stiefel! Halte L gedrückt, um zu sprinten. Beim Sprinten springst du auch weiter. Ja, mega geil. Übrigens trage ich aus Prinzip immer Pegasus-Stiefel, müsst ihr wissen. Lauf immer so durch die Gegend. Genauso aus, wenn ich rumlaufe. Mega geil. Alter, das ist ja mal das geilste Feature ever. Pegasus-Stiefel. Kommt auf die Liste für mein eigenes Spiel irgendwann mal. Geil! Mega geil. Nichts gesagt, ich wollte schon meckern. Okay, dann muss ich erst das andere aktivieren, dann komme ich da auch lang. Was ist denn? Hier rechts. Ja, hier dann mal. Welches Ding wir töten? Alter! Easy! Mega geil. Mega geil! Wir haben es, glaube ich, gelöst. Das war, glaube ich, das Schwierigste, was wir hätten, was wir schaffen mussten. Ja. Aufgespießt! Jogs los! Entschuldigung. Okay. So, hier kommen wir jetzt wieder runter. Alter, Fledermaus. Don't trigger me. Don't make me angry. So, hier haben wir jetzt wieder die ganzen Türen, die wir aufmachen können. Das ist mega geil. Moment. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Wenn mein Erfolgserlebnis zerstören. So. Ah. Okay. Da. Noch ein Schlüssel. Und der hat phänomenal krasse Auswirkungen, dieser Schalterstein, wie ich ihn so gerne nenne. Okay. Genau, jetzt kommen wir hier an die Kiste dran. Das ist schon Auswirkung Nummer 1. El Schnabolo. Und wir kommen hier jetzt weiter. Belcato! Bremissimo! Jo, jetzt können wir ja unten noch die letzte Tür öffnen. Und da müsste theoretisch, wir haben alle Gegenstände, ne? Genau. Wir können also theoretisch, fehlen uns noch Kisten. Die eine Kiste, da fehlt uns noch. Wie kommt man da hin? Dadurch kommt man da wahrscheinlich hin. Somehow. Maybe somehow.
Ich stehe doch drin. Was wollt ihr denn noch von mir? So. Jetzt hier durch. Drei Schlüssel brauche ich dafür. Mein Lieblingsgang nicht. Eine Tür haben wir ja noch. Also wieder sehr hart getried hier. Bomboss! Ja, jetzt habe ich noch einen Schlüssel. Ich habe einen einzigen Scheißschlüssel. Was soll ich damit jetzt großartig anfangen hier? Erschließe ich mir gerade nicht ganz, was mir jetzt einen Schlüssel großartig bringen soll. Selbst im Sprint ist man zu langsam, um die zu treffen. Das hätte ich nicht gedacht. Mein Gott, gib mir nicht alle auf den Sack hier. So, verschwinde. Okay, also wir haben jetzt einen Schlüssel. Das habe ich schon gesagt. So, wir haben einen Schlüssel. Dem kann ich das jetzt aufmachen. Komm hier durch und komme hier nicht weiter. Als hätte ich irgendwo eine Sache vergessen. But where? Natürlich logisch, dass ich nee, da ist ganz klar Cut. Wir können aber hier lang gehen. Ist so geil. Junge! Junge! Stress mich nicht. Berühre mit ausgestrecktem Schwert verdächtige Stellen an der Wand und achte auf das Geräusch. Und der Scheiß. Nicht mal auf der Karte eingezeichnet, aber danke für den Tipp, liebe Statue. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Man muss halt mal auf die Statuen hören. Okay, das ist nur der kurze Weg dann im Nachhinein. Okay. Zack. Zack. Hier schiebe ich einmal. Ah, Sprintsprung. Okay. Das kriegen wir hin. Fast. Mega geil, Alter! Ich kann jetzt überall drüber springen. Das schaffe ich nicht. Nein! Oh mein Gott. Es geht nicht! Hä? Es geht nicht! Ich lag ohne Scheiß jetzt, Leute. Oh mein Gott. Der Bossschlüssel, yay. Ich darf runterspringen, Gott sei Dank. Wo ist denn... Wo bin ich denn? Zum Bossraum? Wir brauchen noch zwei kleine... Hä? War keine Kisten mehr hier, oder? Nö.
Oder öffnet der Bossraumschlüssel jetzt hier die... Macht ja keinen Sinn. Damn, mir fehlen noch Schlüssel. Zwei. Dann ist hier wohl ein Schlüssel. Richtig, hier ist noch ein Schlüssel. Ja. Sehr geil, Schlüssel Nummer 1. Das hat sich von den Herzen ja sogar gerechnet. Willst du die gepanzerten schwarzen Kreaturen bezwingen? Ja gut, explosives Futter, das haben wir hinbekommen, gerade so. Da waren wir noch nicht. Okay, da kommen wir dann von da aus hin. Okay. Okay, das bekomme ich hin. Glaube ich. Das sollte ich hinbekommen. Meine Fresse, Alter. Meine Fresse, Alter. Entschuldigung. So. So. Immer irgendwie Schaden kassieren, ey. Mann. Die Millisekunde ist abwehren. So. Aber ein Herzchen bekommen wir. Dankeschön. Sehr schön. Ich will keine... Keine Dings da, ich will. Alles andere macht keinen Sinn. Dankeschön. Suboptimal, sag ich mal. Oh, mega geil. Mega geil. So, dann haben wir jetzt die beiden Schlüssel und wir haben den Bossraumschlüssel. Das heißt, wir sind fertig, glaube ich. Ja. Auch keine Kisten mehr. Nix. Nischte. So. Ja. Perfekt. Alter. Oh nee. Gar nicht creepy oder so, ne? Ja, okay, man muss sich das im Sprung merken. Das... Ballons oder was? So gummiartig soll das, glaube ich, sein. Nee.
Wofür ist der denn jetzt? Wofür ist dieser Schlüssel? Ich will keinen Schlüssel mehr. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Gigazoll! Was sollst du sein? Alter, was? Ah, die Bosskämpfe sind echt garstig. Ah, ich habe ja noch ein Leben. Oh mein Gott. Also die Bosskämpfe sind schon hart, ey. Mein Gott, das glaubt man gar nicht. Krass. Da-da-da-da! Ein Herzcontainer! Mega geil. Wo ist jetzt der letzte Schlüssel? Du hast das Nixenglöckchen erhalten. Wasserfall. Im Wasserfall ist es versteckt. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolin verlassen kannst. Gehe nun zur Durstwüste. Ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. Ich sage nur... Uhu. Durstwüste? Das hört sich nach Goronen an. Mega geil. Das ist bestimmt hier unten, ne? Ja. Und mit wir zum Thema kommen, das habe ich. Das kann weg. Wofür ist der Schlüssel? ETW. Wir haben noch einen Schlüssel über. Macht keinen Sinn, oder? Oder ist das so ein Schlüssel, weil man das irgendwie anders machen kann und dann... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Gut, wie viele Instrumente haben wir? Gute Frage. Wir haben 3 von 8, also fast die Hälfte. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wo wir jetzt überhin können. Das ist ein bisschen doof. So, wir machen sowieso gleich aus. War nicht schon ein Stündchen. Vielleicht nur, ich wollte eigentlich nur eine halbe machen. Keine Ahnung, also hier die Steine kommen wir natürlich nicht kaputt. Ich weiß, die Webcam ist aus, wie gesagt, wir machen jetzt heute nicht. Ich mache jetzt auch nicht mehr lange, deshalb lohnt sich das jetzt auch nicht mehr, die groß anzumachen. Und ihr wollt bestimmt meine Visage eh gerade nicht sehen, oder? Also bitte. Wir müssen zur Wüste. Ich vermute mal, dass wir hinterm Wasserfall, das ist versteckt dieses Jahr. Hinterm Wasserfall, da ist der Wasserfall, glaube ich. Nun zur Wüste. Wo komme ich denn da hin, ohne zu sterben? Hier ist es nicht. Hinterm Wasserfall ist es versteckt. Der Wasserfall ist ja da, oder? Aber was? Da oben, oder was? Mich jetzt irgendwo hier weiter, wo ich vorher nicht hinkam? Vielleicht von Boris Hütte aus. Gucken wir mal ganz kurz, wo wir beim nächsten Mal lang gehen müssen. Und dann machen wir Schluss. Dann machen wir finito Schlussi. Wollte ich gar nicht. Bang. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das hier oben aussah. Wir kamen aus irgendeinem Grund ja nicht weiter. War das, weil wir nicht springen konnten oder weil da so komische Gummiblöcke waren? Die sind gar nicht mal. Oder ging das an? Das ist, hier ist der Fisch, der Fliegefisch, Ei, ihr wisst schon. Hier ist klar. Da mussten wir schwimmen. Da auch. Also hier kommen wir nicht lang, hier unten. Oh mein Gott! Ein Apfel! Okay, jetzt mit dem Sprint können wir die Sachen da runterholen. Okay. Nee, geht einfach gar nicht weiter. Aber was war denn hier drin nochmal? Maybe. Now. Maybe now. Aha. Achso, jetzt kann ich ja auch nicht springen, oder? Geronimo! Scheiße. Nochmal. Geronimo! Oh! Oh, nee. Nee. Hä? Nein, das wollte ich nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Kann da gar nicht schön kommen. Komme ich hier hin? OMG. Halltalgebirge. Tatsächlich neues Gebiet entdeckt hier. Haben wir hier? Die Kiste, ne? Schön. 50 Rubine. Wir sparen auf den Bogen, ne? Wenn ihr euch wundert. Uah! Gottes Willen. Ja. Ey, da oben, hallo, ich sehe dich. Okay. Der Wasserfall, hier. Hier ist der Wasserfall. Ich komme nicht schon da im Wasserfall. Kann ich hier durchschneiden? Wow. Nee. Ach,
macht denn der da oben? Ich soll ja eigentlich zur Wüste gehen, ne? Ich glaube, ich bin hier vollkommen falsch. Eigentlich ein Problem ist ja, dass sie sich nicht entscheiden können, ne? Der eine sagt, ja, geht zum Wasserfall. Wollen das. Nicht cool. Nichts Schlimmeres, als die Erwartungen an eine Kiste zu enttäuschen. Da ist er. Hey, was ist los? Tja, ich habe mich verlaufen, wie ich gesagt habe. Na, jetzt bin ich erledigt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du was Essbares? Wer, ich? Ja, du bist ja total herzlos. Brauche ich was Essbares für den? Na, super. Wie mag ich mir das denn? Indem ich mir hier einfach ein Dreieck mache. Dreieck ist jetzt Quest. Sehr logisch. Ja. Einen schnellen Weg runter gibt es jetzt nicht, ne? Das ist ja... Lass mich raten, das ist wieder Tauschgeschäft, ne? Wir müssen unseren Stock wahrscheinlich noch tauschen, bis wir was zu essen bekommen. Hätten wir die Bananen mal lieber aufgespart und die mitgegeben, ne? Ist aber schön, dass wir... Nein! Jetzt hätte ich doch nichts davon gemacht haben, was ich machen wollte, nämlich die beiden Sachen sammeln. So. Könnt einfach einen Apfel mitnehmen. Gut, wir machen jetzt hier Schluss. So, hier ist ein Teleporter. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Wir müssen zur Wüste. Mein Gott, er hat's klar gesagt, wir müssen zur Wüste. Der einzige Weg, der ja eigentlich Sinn macht, wir müssen ja hier irgendwie hin. Da rüberspringen vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Link's Awakening. Ciao, meine Freunde. Tschö, tschö.